Heute und im Finale werden die Influencer um den Sieg kämpfen. Die Jungs müssen punktgenau sein und werden an ihre Grenzen gehen müssen. Mit am Start Berliner Influencer-Model Robert White, Social-Media-Star It's Official Marco, TikTok-Entertainer FM Daniel, Wuschelkopf und TikTok-Creator Salimo und der CEO auf Straßenumfragen Dustin TT. Nach einer kurzen Pause vom Segeln geht es für die beiden Influencer zu einem Bogenparcours. Wir sind jetzt hier beim Bogenschießen, direkt bei der nächsten Challenge. Wir werden einfach mal schauen, wie ihr euch anstellt. Und die Person pro Ziel, die besser trifft, die bekommt den Punkt. Und am Ende die Person mit den meisten Punkten gewinnt das Erlebnis und erhält damit einen Punkt für die Gesamtwertung. Und denkt dran, aktuell ist noch Gleichstand, deswegen ihr müsst euch ganz schön ranhalten. Aber das kriegt ihr hin. Deswegen lasst uns weitergehen und viel Spaß. Bevor es so richtig losgeht, erhalten Robert und Daniel eine kleine Einführung ins Bogenschießen. Jeder Punkt, der heute erspielt wird, ist wichtig für die Entscheidung, wer Influencer am See gewinnen wird. Wow! Was man, wie scharf die sind! Egal wie weit wir schießen wollen, wir ziehen immer bis daher. Ja. Nicht einmal von vorne aufhören, einmal bis ans Ohr hin drehen, sondern machen, egal wie weit der Schuss ist, wir haben immer den gleichen Ausdruck. Okay. Okay? Dran sind, ganz ruhig machen, sind einfach die gleichen, oder? Digga, was? Das ist ja ein Kinderspiel, Leute. Digga! What the fuck? Oh, Digga! Komm in Hut! Voll- und Bogenschießen war echt anstrengend bzw. sehr herausforderungshaft. Oh nein! Ich wollte Angst, dass ich hier einbreche. Oh mein Gott. Das wackelt voll. Ich habe gerade euren kaputt gemacht. Bam. Ja, ich muss einfach so machen. Mann. Digga! Ich hatte dich umsonst, Robert. Denn ich bin Robin Hood. Blech. Dann kam mir auf einmal die Idee, einen Apfel rauf zu machen, weil da ein Apfelfeld war. Haben wir das auf ein Tier rauf gemacht und ich habe sofort mit dem ersten Schuss den Apfel getroffen. Oi! Bogenschießen. Wie war's? War mega nice. Also mir hat es wirklich richtig Spaß gemacht und man hat so nach einer Weile bemerkt, dass man immer besser wurde und dann immer öfter getroffen hat. Und diese Aussicht ist auch mega nice, also mir hat es wirklich sehr gefallen. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend, also für mich auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht, ja, war auf jeden Fall cool. Ja, aber ich habe mich nicht so gut geschlagen heute, also das war nicht so geil. Ich habe wenig getroffen. Ja, du sagst ja schon, Robert hat sich ein bisschen besser angestellt, deswegen geht der Punkt für die Challenge auf jeden Fall an dich. Ganz klar. Ey, Leute, er hat einfach einen Apfel getroffen beim ersten Mal. Das ist krass, also verdient der Sieg auf jeden Fall, Bruder. Nach dem Bogenschießen geht es für die zwei in ein Hotel, wo sie die letzte Nacht am Bodensee verbringen werden. Am frühen Morgen entscheidet sich Daniel, Robert beim Aufwachen zu helfen. Oh Gott, ihr auch noch? Ihr müsst leise sein. Psst, psst. Ha ha ha!
wach werden! Hast du Wasser im Ohr? Ja. Wie geht's euch? Was geht ab, Leute? Damit einen herzlichen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ab geht's zur Finalrunde. Die Influencer starten zur vorletzten Challenge. Beim Minigolf müssen sie nochmal Fingerspitzengefühl beweisen. Heute gibt's für euch die beiden letzten Challenges, heute an unserem letzten Tag. Wir sind heute beim Minigolfen mit echt geilen Bahnen hier am See. Und ja, ich bin mal gespannt, wie ihr euch schlagt, aber ich würde sagen, wir reden gar nicht so viel, sondern fangt jetzt einfach mal an. Wir werden euch danach auch die Punkte gar nicht verraten, sondern dann direkt zu unserer letzten Challenge gehen und dann schauen wir mal, wer Influencer am See gewinnen wird. Let's go. Glück, Bruder. Let's go, komm. Also beim Minigolfen, glaube ich, werde ich mich gut anstellen, denn ich war öfters mit meiner Familie Minigolfen, so ungefähr 5 Mal. Ah, oh, voll im Sumpf gelandet. Ja, wie jetzt? Ja, da weiter. Nein. Hä? Hey, Dicker! Hey, du hast da hingeschossen und machst ihn wieder dahin. Wieder zurück, wo er lag. Denn, Dicker, er macht ihn da hin. Schick ihn wieder dahin. Im Wasser landet. Wohin? Wohin? Da, wo er zurück wieder... Was? Da will er unten, da will er hier ein bisschen schummeln. Nein. Mit Taktik spielt man hier. Und dann lockt man ihn ein. Digga, der hat mich hops genommen. Du musst nur durch die Mitte. Nur durch die Mitte geht das. Der hat mich hops genommen. Ich wollte da treffen. Oh! 6 Punkte hat er. Nach dem Swinggolf heute das Minigolf, wie hat es dir gefallen? Es war auf jeden Fall anstrengender als das andere Golf, ganz ehrlich, ohne Witz. Was glaubst du, wer ein bisschen die Nase vorne hatte? Boah, ich weiß es wirklich nicht. Bei manchen Stationen war Daniel besser, bei manchen Stationen war ich besser. Und die meinten auch, die haben es ja schon ausgerechnet, es war wirklich sehr knapp. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung. Wir werden jetzt zum Tubing gehen und dazu ein bisschen in die Berge. Und dann rechnen wir dort mal alle Punkte zusammen und wissen dann, wer Platz 2 wird und wer Influencer am See gewinnen wird. Deswegen lasst da mal schnell hin, das wird richtig cool und actionreich. Im Finale werden die Influencer um den Sieg kämpfen. In einem Gebirgsbach in der freien Natur werden sie an ihre Grenzen gehen müssen. Noch mehr Influencer am See gibt es bei Instagram und TikTok. Um keine Folge mehr zu verpassen, einfach den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auch gerne ein Like da. Überall Nacktschnecken. Warum ziehen die sich nichts an?